Sprich mit Otto, sprich mit Sif in Eden Eternal. So. Tägliche Abgabe für Gebiete eintreiben. Also mit dem Otto hätte ich mal geredet, mit dem Sif auch noch. Ein Frosch Jugendlicher. Okay, ich verstehe. Ich sage Del und Lixi Bescheid. Sie müssen sich vorbereiten. Ein Priesterfrosch. Sieht man auch nicht alle Tage. So, die Quest wäre fertig. Jetzt muss ich noch Lumi-Lilienblütenblatt von Lumi-Lilie sammeln. Wo haben wir die denn? Quest-Helper angemacht und mal kurz nachgesehen. Oh, doch, hier oben. Und da liegt noch hier diese Quest zum Abgeben am Weg. Das Fragezeichen beim Kräuterexperten. Da werde ich noch schnell einen Abstecher machen. Beim Kräuterexperte Ricola. Wie passend. Hier in dem Spiel gibt es überhaupt keine Anspielungen auf diverse Dinge. Magische kritische Trefferwertung. Und eine Folgequest. Jawohl, da benötige ich auch die Lilien. So, aber jetzt werde ich, glaube ich, mal wieder ein paar Dinge verzaubern. Zum Beispiel meine Robe ist ja jetzt neu. Deswegen verzauber ich jetzt direkt mal meine Robe. Das habe ich jetzt getan. Die hat jetzt, sieht man unten in oranger Schrift, plus 4 magische kritische Trefferwertung. Dann habe ich noch einige Verzauberungen. Oh, okay. Jedes Item kann anscheinend nur einmal verzaubert werden. Jetzt habe ich hier diese Verzauberung wieder praktisch überschrieben. Dann den Ring kann ich noch verzaubern mit Zaubergeschwindigkeit. Was habe ich hier noch? Heilungsrate. Kann ich meinen Hund verzaubern? Nein, kann ich nicht. Hundi, Hundi, mit dir kann man gar nichts machen. Aber du lootest immer brav. Ich sage ja eh schon nichts mehr. Lumi-Lilie, da hinten haben wir sie ja schon. So, und ich würde mal sagen, da mache ich doch von meinem neuen Zauber Gebrauch. Ah, die stehen jetzt leider nicht sehr nahe zusammen. Aber Höllenfeuer, ein neuer Area of Effect Spell. Ein Damage over Time, der den Mobs hier laufend ihre Lebenspunkte abzieht und sie sozusagen verbrennt. Wenn die hier ein bisschen näher alle zusammenstehen würden, könnte ich hier mit 2, 3 von diesen AOEs locker alle auf einmal wegräumen. Das wird dann hier gleich schneller gehen. Ich habe auch meine Wissenspunkte bei der Klassenliste vorrangig jetzt darauf spezialisiert, dass ich dann meine Area of Effect Spells noch zusätzlich stärken kann. Was steht denn da hinten? Der ist schon wieder etwas größer. Das sieht mir schon wieder mal nach einem Named aus. Basta, Stufe 15 mit nur 2 Sternen. Den könnte ich auf jeden Fall schaffen. Da heile ich mich noch kurz. Und auf los geht's los. Basta, deine Tage sind gezählt. Bereite schon mal den Loot vor. Denn ich will auf jeden Fall hier jetzt was Schickes haben von dir. Der traut sich ja gar nicht her. Meine Spells verlangsamen den Gegner nämlich und einer hat sogar die Chance, den Gegner zu stunnen, also zu paralysieren, dass er sich nicht bewegen kann. Das geht nur bei 2-Stern-Gegnern, bei 3-Stern-Gegnern funktioniert das dann nicht mehr. Eine Machtschriftrolle, sehr schön. Und einen Erfolg verzeichnet. Das heißt, die Machtschriftrolle, das ist schon wieder eine Schriftrolle zum Verzaubern. Schutzschriftrolle habe ich hier auch. Gut. Ja, hier tummeln sich ja einige von diesen Lilien. Ich brauche noch 4 Stück an der Zahl. Beziehungsweise ich brauche diesen Loot. Genau, es zählt nur ein Update, wenn auch hier so ein lilanes Beutelchen fallen gelassen wird. Die lilanen Säckchen sind immer Quest-Items. Aber um die muss man sich keine Sorgen machen. Die sammelt der Hund eigentlich immer automatisch ein, praktischerweise. Der ist wirklich sehr nett, dieser Hund. Bin gespannt, ob man hier später vielleicht auch noch andere Tiere bekommt oder andere Gestalten. Denn momentan sehe ich jeden mit einem Hund herumlaufen. 4 von 6. 2 noch. Und ich muss einen vollen Wassereimer sammeln. Das könnte ich doch hier idealerweise, denke ich mal, hier bei dem See machen.
Nur an welcher Stelle genau? Hier benutzt er den Wassereimer. Und ich habe frisches Wasser gesammelt. Das heißt, die braucht Lilienblütenblätter und Wasser. Was kann man bitte aus einer solchen Mischung zaubern? Da geht sich maximal irgendein exotischer Tee aus. Schätze ich mal. Aber gut. Sie wünschen, wir spielen. Wenn die Questgeberin das benötigt, soll mir recht sein. Letztes Quest-Item. In welchem versteckst du dich? Ich hoffe nicht in dem Mandragora, dem 3-Sterne-Champion. Beziehungsweise Boss. Ich weiß gar nicht, wie man Eden Eternal hier die Bosse nennt. Named, Champions, Bosse, Contested, wie auch immer. In jedem Spiel nennt man ja diese ganzen Mobs und der ganze Fachjargon ist irgendwie in jedem MMORPG ein wenig anders. Und wenn man hier die falschen Wörter verwendet, wird man gleich schräg angesehen, weil einen niemand versteht. Na, das letzte Quest-Item versteckt sich aber sehr feierlich hier. Lumi-Lilienblütenblatt. Jetzt habe ich's. Auf geht's zum Block. Zurück zur Hauptquestline des Spiels. Glaube ich, nein, das ist die gar nicht. Hier bei dem Typen geht die Hauptquestline weiter beim Dell, nicht beim Block. Naja, das sind da alles Namen. Kann sich ja kein Mensch merken. Wie viele sind das jetzt? 3. Na gut, das geht schnell. Und der letzte. So, Block. Das war eine wiederholbare Quest, die könnte man dann rein theoretisch nochmal machen. Beziehungsweise gibt er mir jetzt noch was. Ja, diesmal brauche ich Laubelfen und Waldkobolde. Die sind mir ehrlich gesagt noch nicht über den Weg gelaufen. Waldkobold, Gel. Ich hoffe, die sind... Oh, darauf wollte ich... Eigentlich nicht, denn ich muss zu den Waldältesten und die sind in der anderen Richtung. Und dort werde ich jetzt auch hinmarschieren, denn das ist die Hauptquestline und dort will ich jetzt weitermachen. Glaube ich, dass es die Hauptquestline ist, ja. Duftende Lilie, wo bekommt man die? Ja, auch hier hinten. Das heißt, ich bin am richtigen Weg für die ganzen Quests hier. Ist der Name schon wieder ab? Das wäre jetzt auch interessant. Wo haben wir ihn denn? Also noch sehe ich nichts. Nein, der scheint noch gar nicht wieder da zu sein. Also da hatte ich ja ganz schön Glück hier, dass Zwan, dass die niemand vor mir schon weggeschnappt hat. Ein Mount wäre ehrlich gesagt auch nicht schlecht, wenn ich hier mal sowas bekommen würde, dass ich mich schneller fortbewegen kann. So, da haben wir sie schon. Das sind die Waldältesten, die zaubern. Die haben sich was bei mir abgeschaut. Von denen brauche ich auch wieder Random Drops, Waldenergie. Und dann muss ich noch zu irgendwelchen komischen Lilien. So, erste Quest Drop schon mal bekommen. Und da muss man immer aufpassen, wenn so ein Riesen-Champion, der nicht aggro ist, also nicht von Haus aus angreift, dass man hier keine Area of Effect Spells loslässt, denn sonst hat man den direkt an der Backe und dann kann man sich gratulieren. Ich habe mal unabsichtlich einen von diesen drei Sternen Gegnern gepult und die sind einfach unglaublich, was das für ein Unterschied ist von einem 2-Stern-Gegner zu einem 3-Stern-Gegner hier in Eden Eternal. Die sind wirklich für ganze Gruppen ausgelegt, da muss ein Heiler dabei sein, ein Tank, ein DPS und vielleicht noch irgendein Bade zum Buffen. So, ich denke mal, hier bin ich richtig. Hier gibt es einige Mobs jetzt für meine Quests. Erkunder Beck. Wieso hat die hier ein Fragezeichen? Ich bilde mir ein, hier war ich eigentlich noch nie. Ah, okay. Das heißt, ich habe die Quest in der Stadt angenommen und wenn ich die fertig gemacht habe, gebe ich sie gleich hier ab. Das ist auch praktisch. Da werden einem die Laufwege bei den Quests ein wenig erspart. Na gut. So, Waldältesten, Geheimnisjägerstiefel. Was sind das für Stiefel? Leichte Rüstung, Beine. Na, ich brauche keine leichte Rüstung, ich habe Stoffrüstung. So, das heißt, ich pulle jetzt hier nochmal die ganzen Questgegner zusammen und schaue dann mal weiter.